Stadt Hagen in Niedersachsen. 32 Straßenwärter sorgen hier für sichere Bundes- und Landstraßen. Zwei von ihnen, Carsten Zimmermann und Carsten Kujas. Die beiden Namensvetter sind zuständig für 100 Kilometer Überlandstraßen. Mit allem, was dazugehört. Wir fahren heute Strecke und müssen auch noch Verkehrsschilder austauschen, weil die ausgeblichen sind und nicht mehr verkehrssicher sind. Und dann halt unsere normalen Tätigkeiten noch, Schilder freischneiden, gucken, ob Schlaglöcher in der Fahrbahn sind, ob das straßenbegleitende Grün in Ordnung ist, Ampelanlagen, ob die funktionieren. Würde ich sagen, starten können wir. Ne? Starten. Okay, alles klar, los geht's. Carsten und Carsten kontrollieren die Strecke zweimal in der Woche. Zu tun gibt es immer etwas. Wenn die Straße reden würde, würde sie sagen, danke, dass du mich pflegst, danke, dass du mich funktionsfähig hältst und massier mich doch mal bitte, weil ich bin so überlastet, ich kann fast nicht mehr, gib mir ein paar Streicheleinheiten. Die beiden teilen sich seit einem Jahr jede Schicht und die Aufgaben. Carsten fährt mich heute rum. Es ist so dann aufgeteilt, dass der eine halt Fahrer ist und der andere der Streckenwart, nennt sich das dann. Dann lass uns da vorne mit dem Schilderfreimähen anfangen. Ja. Da wo in der Fahrbahnverengung, da mähen wir da die Schilder frei. Zu sehen sind hier. Ja. Na, komm hoch. Unsere Mähkolonne war noch nicht hier, unsere Großgeräte. Und da wir auch dafür sorgen müssen, dass die Schilder frei sichtbar sind, gut zu erkennen sind, schneiden wir jetzt diese Verkehrszeichen hier mit dem Freischneider frei. Eine Aufgabe für Kollege Carsten Kujas. Der wollte ursprünglich etwas ganz anderes werden. Erst wollte ich Fliesenleger werden und da hat man keinen Praktikumsplatz bekommen. Das war in der Berufsschule, da sagte der Lehrer halt, macht auch Straßenwärter. Da hatte ich mir das Buch mal durchgelesen und waren halt sehr interessante Aufgaben, was der Straßenwärter tagtäglich zu erledigen hat. Und da ich halt auch gerne draußen bin, habe ich mich dafür dann entschlossen, anzufangen. Anfangen, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Na also, geht doch. Während der eine Carsten die Schilder vom Wildwuchs befreit, schaut der andere Carsten erstmal zu. Doch einfach nur dumm rumstehen will er auch nicht. Habe ich eigentlich noch genug Platz, kann ich mir eigentlich die Sense auch noch nehmen. Da wir aber ein bisschen mehr haben da vorne, werde ich mir jetzt ganz oldschool die alte Sense nehmen und werde für Carsten schon mal vorarbeiten, dass er nicht ganz so schlimm malochen muss. Auf dem Grünstreifen im Schaumburger Land treffen sich so moderne Technik und traditionelle Handarbeit. Hauptsache, es geht schnell. Wollen wir den Leitpfosten gleich wechseln? Können wir machen. Einer der Leitpfosten ist kaputt. Für solche Fälle haben die Straßenwärter immer Ersatzpfosten dabei. Der ist beschädigt, der Leitpfosten. Der ist hier beschädigt, ist kaputt. Wechseln wir ihn gleich aus. Setzen wir einen neuen hin. Weiter geht's. Nach 20 Minuten ist an dieser Stelle alles wieder in Reih und Glied. Weiter geht die Streckenkontrolle. Das nächste Teilstück hat es in sich. Jetzt geht unsere marode Landesstraße 447 los und ja, hier werden wir jetzt explizit auf Schlaglöcher gucken, auf Fahrbahnaufbrüche und werden die dann halt sofort mit einem Reparaturasphalt und so Kaltasphalt schließen. Das müssen wir machen, ne? Ja, ich würde auch sagen, hier bauen wir mal ein. Um den Verkehr möglichst wenig zu behindern, müssen sich die beiden beeilen. Das ist jetzt der Kaltasphalt und der wird halt, wie der Name schon sagt, kalt eingebaut oder kalt in die Löcher eingebaut und der ist sofort dann auch befahrbar. Ab wann ein Loch ein Schlagloch ist und somit gefährlich für den Verkehr, hängt von vielem ab. Ab wann steht jetzt ein Schlagloch, welche Größe? Ich würde sagen ab 3-4 cm. Ne? Ja, ja.
Gibt es keine Richtlinie, wo man nachsagen kann, okay, 4 cm ist ein Schlagloch. Es kommt auf die Form auch ein bisschen drauf an. Wie wirkt sich der Fahrbahnaufbruch dann aufs Fahrzeug aus? Wir haben auch Bergstrecken bei uns, wo viele Motorradfahrer am Gange sind. Da sind wir noch ein bisschen vorsichtiger und bauen, also sobald wir merken, da haben wir eine Fahrbahnabplatzung, bauen wir sofort einen Kaltasphalt ein, dass da keine Unfälle passieren. Und damit der Kaltasphalt beim Überfahren nicht an den Reifen kleben bleibt, wird er einmal abgestreut mit Sand und jetzt halt verdichtet. Okay, schon wieder mit Landing-Chuck gezogen hier, ne? War letzte Woche noch nicht so. Nee. Aber durch den Regen jetzt wieder, ne? Ja, ja. Was er sich untergesetzt hat. Der größte Feind einer Straße ist das Wasser in jeglicher Form. Ob fest als Eis oder Schnee oder flüssig. Ja. Gerade was den Straßenhaltungsdienst betrifft, sind alle Bundesländer ja klamm. Und aus dem Grunde wird halt der Neubau oder der komplette Renovierung, Sanierung einer Fahrbahn immer wieder herausgeschoben. Und das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, den Verkehr auf so einer maroden Landesstraße aufrechtzuerhalten, verkehrssicher zu halten. Darum bauen wir halt den Reaktivasphalt ein. Gut, stampfe ich dran. Ich mache das hier fertig, ja? Okay, so, schon mal. Der nächste Patient wartet nur eine Kurve weiter. Ich gehe auch zu Fuß hoch. Sind nur diese 30 Meter. Na gut, dann machen wir das. Fahr nicht so schnell, treffen wir uns am Schild. Jeder Gang macht schlank. Ja. Wechseln jetzt das Schild aus, weil das Schild verblichen ist. Und wie man hinten sehen kann, das Schild ist von 2005. Es ist jetzt verblichen und wird heute ausgewechselt. Machen wir ein neues. Bei Stadthagen kümmern sich die Straßenwärter Carsten Zimmermann und Carsten Kujas darum, dass die Straßen verkehrssicher sind. Als nächstes müssen sie ein Straßenschild austauschen. Der Grund? Schild ist von 2005. Es ist jetzt verblichen und wird heute ausgewechselt. Machen wir ein neues. Es wird also komplett ausgewechselt, auch mit Schilderrohr. Kollege Carsten Kujas ist seit mehr als 20 Jahren Straßenwärter. Ein anderer Job kommt für ihn längst nicht mehr in Frage. Ja, landschaftlich mache ich das ganz gerne hier, Straßenwärter, absolut. Das ist mein Traumjob. Es ist halt abwechslungsreich und man ist an der frischen Luft. Und handwerklich machen wir auch genug, ne? Mit Maschinen arbeiten und wie jetzt auch Streckenkontrolle und alles. Carsten hat bei seiner Aufzählung Kollege Carsten vergessen. Mit dem macht die Arbeit gleich doppelt so viel Spaß. Erstens, der Name ist schon Thema bei uns, weil wir beide Carsten heißen. Er ist absolut zuverlässig, sympathisch. Und mit demselben Enthusiasmus bei der Arbeit wie ich auch. Und darum harmoniert das ganz gut. Ich könnte mir im Moment keinen besseren vorstellen. Keiler hast du ja, sagst du, ne? Hast du alles. Keiler hast du alles, ne? Alles da. Ich bitte dich. Ich denke doch mit. Da will ich auch nichts gegen sagen, dass du nicht mitdenkst. Passt? Ja. Die Verkehrszeichen werden so mit Holzkeile in dem Schilderstein gegen Verdrehen gesichert. Dass also der Wind die Schilder nicht verdrehen kann. So, gut. Haben wir das auch wieder. Schild steht. Ja, super. Man hat wieder 10 Jahre Zeit, bis es ausgewechselt werden muss. Und wenn alles gut geht, erlebe ich das nicht mehr. Dann bin ich in Rente. Mein damaliger Fußballtrainer hat gefragt, bei der Straßenmeisterei ist eine Stelle frei. Und hättest du Interesse? Interesse ist da. Ich arbeite gerne draußen. Das können wir mal ausprobieren. Und das war dann jetzt im Juli vor 30 Jahren. Bin also seit 30 Jahren jetzt dabei, ja. Carsten Zimmermann ist nicht umsonst das Urgestein der Straßenmeisterei. Auch sein Namensvetter lernt immer noch viel von ihm. Die Zusammenarbeit mit Carsten ist astrein. Also super Arbeitskollege. Und eigentlich ein ganz gutes Team. Schild hier vorne, ne? Ja. Dann haben wir das auch wieder schier, dann ist dieser Geschichte dann auch erstmal wieder klar. Ja, regnet, aber kommen wir nicht drum herum, ne? Nee. Tut mir nur leid, dass du nass wirst, ne?
Das werden wir auch überstehen. Wie sagte mal ein Auszubildender, der nur 3 Wochen da war? Das sind ja nicht aus Zucker. Auch das nächste Schild hat seine besten Tage hinter sich und ist nur noch eine Schraube vom Ruhestand entfernt. Brauchen wir die Leiter? Das ist verschraubt unten, das hat einen Schraubfuß. Okay. Also lassen wir den Pfosten drin, oder? Den Pfosten kriegen wir nicht abmontiert, sind festgeschraubt. In ihren orangefarbenen Warnjacken ist ihnen die Aufmerksamkeit der Vorbeifahrenden sicher. Ja, das war das beste Beispiel, ne? Trotz Kamerateam wird rausgebrüllt aus dem Auto. Carsten und Carsten lassen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Du hast die Koffer, ich nehme die Leiter. Ja. Es geht darum, das Schild auszuwechseln. Das ist verblichen und wir können das Schild, den Schilderpfosten leider nicht losschrauben. Oder wir können nicht einfach rausziehen, weil er verschraubt ist. Darum haben wir jetzt die Klappleiter, klappen die auf und wechseln das neue Schild direkt am Pfosten. Aber das macht den Job dann auch so ein bisschen interessant, weil wir bei Wind und Wetter draußen sind. Das ist sogar schon ab, das Schild. Hältst du fest? Ich halt fest, ja. Ich hab's. Ja. Aber ist ja ruhig. Wo bleiben die ganzen LKWs jetzt? Bitte? Wo bleiben die ganzen LKWs, die hier sonst langfahren? Ja. Riechen die das, dass wir hier im Gange sind oder was? Während ihrer Arbeit müssen die beiden immer auch mit einem Auge auf den Verkehr achten. So mittig, siehst du was? Okay. Passt das so? Raffen? Tagtäglich fahren hier hunderte LKWs fahren hier lang. Die Herausforderung ist wirklich, sich so hinzustellen, einmal, dass hier nichts passiert, dass wir den Verkehr auch nicht ganz so doll behindern, ist so schon grenzwertig, wie wir stehen. Aber war jetzt in dem Fall nicht anders zu machen. Ne? Aber hauptsächlich der LKW-Verkehr, den wir hier haben. Du hast soweit? Ja. Gut. Man muss jeden Tag immer 100% geben und komplett auf der Arbeit fixiert, beziehungsweise auch auf den Verkehr, weil Verkehrsteilnehmer sind uns gegenüber, sage ich mal, teilweise rücksichtslos. In welche Gefahr sich die Straßenwärter täglich begeben, weiß Carsten Zimmermann nur zu gut. Es war am 26. April 2017, da ist mein Arbeitskollege, mit dem ich 9 Jahre auf dem Streckenwagen gefahren bin, überfahren worden. Er hatte komplette Schutzausrüstung an, war abgesichert durch unser Fahrzeug, aber der Autofahrer hat ihn nicht gesehen. Und der Arbeitskollege ist damals dann halt an der Unfallstelle verstorben. Und es belastet mich heute noch sehr. Ich habe heute noch zu kämpfen damit, weil wir am selben Tag Geburtstag hatten, am selben Tag Hochzeitstag hatten und seinen Sohn mit meinem Vater auch Geburtstag hatten. Also es war eine sehr enge Bindung. Und belastet mich heute noch sehr, ja. Und dennoch hat Carsten Zimmermann als Straßenwärter weitergemacht. Auch zu Ehren seines damaligen Kollegen. Okay. Oh ja. Lass uns das Schild machen. Ja, oh, ganz schön dreckig. Ja. Aber schon länger dreckig. Wenn wir das übersehen haben, aber das Schild wird nur sauber gemacht, weil das ist, so alt ist es noch nicht. Das reicht jetzt, wenn wir das gleich den Grünspan mit dem Besen hier mit dem Schrubber runterschrubben. Rund 3000 Verkehrsschilder stehen unter ihrer Aufsicht und ihrem Schrubber. Und wenn das meine Frau sieht, bin ich mit Fensterputzen dran. Ja, ja, super. Meinst du? Wenn es dumm läuft, lass mal drauf liegen. Nehmen wir es gleich, das nächste gleich auch noch. Ja. Damit hat sich Carsten Zimmermann wohl für den Haushalt daheim qualifiziert. Hat er ja gesagt, Fenster putzen jetzt demnächst, ne? Oh nein. Warum immer ich? Seine Putzqualitäten stellt Carsten ein paar Meter weiter gleich nochmal unter Beweis. Ist noch Wasser drin? Hier ist noch Wasser drin. Ist da. Ja.
Auch Carsten, schön, komm her. Auch ganz schön dreckig, die Ampel, ne? Guck, ob wir rankommen. Gehört mit dazu, ja. Ist auch ein Verkehrszeichen, was dann auch frei zu halten ist und einwandfrei zu erkennen ist, sein muss für den Verkehrsteilnehmer. Und das war jetzt gerade so ein Sonderservice, die Ampel zu machen. Carsten macht das schon ganz, ganz gut, die Schilder sauber. Ist ja nur, weil der Carsten nicht verdonnert werden will zum Fensterputzen zu Hause. Ja. So kommt das Schild jetzt erstmal übers Jahr. Wir waren so dreckig, weil von den Nachbarn oder vom Nachbargebäude, vom Nachbargrundstück viele Tannen noch gestanden haben bis zum Winter. Darum haben die so Grünspan angesetzt. Und die haben über den Winter die Bäume gefällt und jetzt haben wir sie einmal sauber gemacht. Streckenkontrolle durch. Ja, aber da haben wir wieder gute Arbeit abgeliefert. Nichts passiert, für Verkehrssicherheit gesorgt. Ein Gradmesser, den uns so schnell keiner nimmt. Ich denke, ja, können wir zufrieden in Feierabend gehen, ne? Ja, natürlich. Ja, immer. Dann war es das für heute.